Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute in Nizza. Ich komme vom Strand, was ihr an meinen verwuschelten Haaren erkennen könnt. Da hinten ist ein Friedhof, das ist unser Spot des Vertrauens heute für das Review mit einem Auto, das zum Glück nicht beerdigt wird, nämlich dem niegelnagelneuen Ford Focus ST. Hier steht er mit 280 Benzin PS. Dieses Auto gibt es auch noch mit 190 PS Diesel, da werde ich auch was dazu erzählen. Wir haben hier die Fünftürer-Variante, also ein Hot Hatch, und es gibt auch noch den Turnier, also eine Kombi-Version. Was werden wir heute zusammen machen? Ich werde euch die Unterschiede im neuen Modell hier außen vorstellen. Wir werden uns reinsetzen, vorne das Infotainment betrachten, auf die Rückbank, den Kofferraum anschauen, ja eben alles machen, was zu so einem Review dazugehört. Und wichtig ist, wir sind hier auf Asphalt, nicht am Strand. Wir werden fahren, natürlich. Und wir werden das Auto ein bisschen in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen, wo ja eine ganze Menge drin rumschwimmt. Wenn ihr Bock aufs Review habt, bleibt gerne dran. Und ach, übrigens, über meinem frisch gebräunten Waschbrettbauch seht ihr, wer uns überall findet, nämlich auf Instagram, Facebook, YouTube, auf www.derautotester.de. Abonniert am besten alles, ja, dann muss ich irgendwann noch nicht mehr am Friedhof rumstehen, sondern fahre mit so einer Yacht da draußen rum. Nee, wahrscheinlich wird es nicht passieren, aber jetzt geht's doch los mit mir und dem nagelneuen Focus ST. Viel Spaß beim Review. Ja, ich stehe im Profil und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt das Auto her, wo will es hin, es eben ein bisschen in seinem Wettbewerbsumfeld einzuordnen. Und das ist beim Focus genauso wie beim Focus ST, also der mittleren Performance-Variante unter dem Focus RS, ganz spannend. Warum? Ja, wir sind eben im Segment der Kompaktsportler und da gibt es echt eine Menge in Deutschland, den Golf GTI in seinen ganzen Ausbaustufen. Wir haben den Octavia RS zum Beispiel, den Seat Leon Cupra gibt es, wir haben Peugeot 300. 108, auch in der sportlichen Variante. Wir haben Opel Astra OPC. Es gibt richtig viel Konkurrenz für dieses Auto. Auch noch ein bisschen drüber mit dem Civic Type R zum Beispiel. Aber hier haben wir eben die Variante von Ford. Und ja, die wurde in der vorherigen Generation von 2012 bis 2018 gebaut. Damals mit einem 2-Liter Motor. 250 PS 2015 zum Facelift gab es dann auch einen 2-Liter Diesel für dieses Auto optional. Der hatte dann 185 PS. So, jetzt sind wir aber bei einem Auto gelandet, das im Vergleich zu den Autos vorher, die waren eigentlich immer mit einem Torque Vectoring, mit einem Sportfahrwerk, mit einem dreistufig einstellbaren ESP ausgestattet, Recaro-Sitze 18 Zöller, haben wir hier jetzt ein Auto, was optisch ein paar Veränderungen hat, was einen 190 PS Dieselmotor optional hat und einen 280 PS Benziner. Aber ich will euch jetzt gar nicht zu viel vom Focus ST Pferd erzählen, lasst uns auch einfach mal die Optik anschauen. Ja, während ich euch jetzt eigentlich was über die Optik erzählen will, sprüht sich die Oma da hinten mit Sprühwasser ein, irgendwie Weihwasser, das ist ja der Friedhof, keine Ahnung, vielleicht bringt es was, ist bestimmt gegen die Hitze. Warm ums Herz wird mir auch, wenn ich die Optik hier von unserem Focus ST anschaue. Mensch, Jan, was eine Markus Lanz Überleitung. Aber ihr wollt ja immer von mir wissen, bei diesen Modellen, wie es hier steht, in diesem typischen Ford Performance Blau, was ändert sich im Vergleich zum Vorgänger und was unterscheidet dieses Derivat im Vergleich zum Stangenfokus? Ist ein bisschen despektierlich. Ist aber gar nicht so gemeint, denn der Stangenfokus ist auch als Basismodell schon ziemlich gelungen. Okay, fangen wir an. Wir haben hier natürlich dieses ST-Emblem drauf. Wir haben natürlich immer eine Sache bei sportlicheren Modellen von so kompakten, nämlich den Stoßfänger, der jetzt eben, ja, eben ein bisschen aggressiver ist, hier mit mehr Plastik, größeren Lufteinlässen, hier auch im Wabendesign Vorzeichen drauf, schön lange Schnauze mit toller Pressung hier in der Schnauze, ja. Und dann haben wir hier eben schöne, langgezogene LED-Leuchten, beziehungsweise mit LED-Signatur, die gefallen mir richtig gut. Ja, und wenn man es dann das Profil anschauen, dann spricht man bei Sportmodellen immer über, genau, Felgen und Bremsen. Wir haben hier 19 Zöller drauf, die sind optional, serienmäßig bei diesem Auto sind 18 Zöller. Und wir haben hier Doppelkolbenbremsen mit 330 mm Durchmesser, richtig gute Felgen. Was will ich euch sagen? Bremsen meine ich natürlich. Was will ich euch sagen? Vorne haben wir elektronisches Sperrdifferential an der Vorderachse, was sehr gut ist bei diesem Auto beim Benziner. Der Diesel hat dieses Torque Vectoring, das ist kurvenäußere Rad stärker belasten kann, auch ganz interessantes Konzept. Dann haben wir hier auch ein Fahrwerk mit elektronischer Abstimmung bzw. der Möglichkeit, die Härtegrade zu verstellen, glaube ich dreistufig, ist optional. So, aber was macht so ein Auto dann aus? Natürlich die Linie und unten haben wir einen Schwellerbereich, der ein bisschen ausgeformt ist. Hinten natürlich wieder die schönen Felgen mit 302 mm Durchmesser,
Bremsscheiben auch im Rot. Dieses matte Design gefällt mir sehr gut. Ist der Benziner, hier ist der Beweis. E10 kann man auch reinfüllen. Ja, und dann sprechen wir übers Heck. Da passiert am meisten. Wenn wir von dieser Perspektive schauen, ist das der Fünftürer, also ein typisches Hot Hatch Modell. Es gibt allerdings auch noch den Turnier, also die Kombi-Variante davon. Da hat man eben ein bisschen mehr Platz im Kofferraum. Ja, typisch für diese Modelle hier hinten sind auch LED-Leuchten, zweigeteilt, gehen in die Kofferraumklappe rein. Und wenn man dann das Heck anschaut, dann fällt einem direkt neben dieser hässlichen Flosse da oben auf, die mir nicht gut gefällt, dass wir hier einen verlängerten Dachkantenspoiler haben. Der ist nicht so ausgeprägt wie beim RS, beim ST ein bisschen zurückhaltender. Hinten abgedunkelte Scheiben und... woran erkennt man ihn hinten noch? ST. Von hinten erkennt man wirklich am deutlichsten, dass es hier ein Sportderivat ist. Und was machen Hersteller dann immer noch? Genau, hinten einen Diffusor bzw. so Stoßfängerbereich mit doppeltem Auspuff, Endrohr. Das Auto macht einen wirklich tollen Sound. Und jetzt machen wir an der Stelle mal einen Schnitt und ich zeige euch, wie dieses Auto klingt. Sprechen wir über den Kofferraum, den will ich euch jetzt zeigen. Sarg bekommen wir hier nicht rein, dafür ist es auf dem Friedhof, aber auch meistens sowieso schon zu spät. Ich mache euch jetzt hier mal auf, 375 Liter, fast die fünftürige Variante, also die Limo könnte man sagen, oder das Schrägheck. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Turnier, also den Kombi, der hat 608 Liter. Und dann ist es sehr schön, wir haben hier drin so einen doppelten Ladeboden, was cool ist. Es ist auch wirklich viel Platz, diese kompakten Modelle leben ja davon, dass man eben viel Raum da drin hat, nicht nur vorne, sondern auch auf der Rückbank. Aber was ich euch jetzt mal zeigen will, ist, dass man hier von der Rückbank aus die Sitze umklappen kann, auf beiden Seiten. Ich beeile mich jetzt mal, dass das Video nicht wieder 2 Stunden lang wird. Und dann hat man halt richtig viel Platz da hinten drin. Da könnte man dann tatsächlich einen Sarg hinbekommen, da hinten rein, zumindest einen kleinen, oder ein Billigregal bekommt man rein, könnte man auch aufbauen. Das ist schon wirklich gut. Nicht so schön ist, dass wir eine kleine Kante da hinten drin haben. Lässt sich aber wahrscheinlich schwer vermeiden. Die Ladekante ist sehr gering. Ja, und dann haben wir halt schon ein Sportmodell, was von den Platzausmaßen im Kofferraum zumindest sehr gut ist. Ich mache jetzt mal zu. Was gehört zu einem Auto noch dazu? Genau, der Platz auf der Rückbank. Ich glaube, ich stehe im Wald. Jetzt testen wir nämlich die Rückbank. Ich bin damit tatsächlich in Schatten gefahren, damit ihr mehr erkennt. Und wisst ihr was? Ich habe ein mega lustiges Gimmick entdeckt. Wenn wir hier ganz langsam die Tür auf und zu machen, seht ihr, dass dieses Plastikteil rein und wieder raus fährt. Das rattert ein bisschen. Hört mal. Ist aber ganz praktisch. Für was es da ist? Keine Ahnung. Ich bin dafür da, euch zu erklären, wie viel Platz auf der Rückbank ist. Setze mich jetzt einfach mal rein. Und denkt dran, wir haben ja den Fünftürer und ich bin 1,88 Meter groß. Klingt jetzt wie bei Sendung mit der Maus. Mach die Brille mal runter. Und habe noch eine gute Hand bzw. 2 Handbreiten, also in der Fläche hier Platz unter dem Dachhimmel. Das ist ja auch alles sehr schön in Schwarz gehalten. Ja. Und die Fahrer bzw. Fahrer und Beifahrer sitzen auf meine Größe eingestellt und dann habe ich noch mehr als eine Faust hier zwischen mir und dem Sitz vorne. Was will ich euch damit sagen? Hier hinten ist richtig viel Platz. Ich kann dann hier noch schön die Kopflehne nach oben machen, habe in der Mitte noch schön eine Armauflage mit Cupholder drauf. Hier hinten haben wir weicheres Material in den Sitzflächen, glattes Material außen, graue bzw. weiße Nähte. Ja, und das ist schon sehr hochwertig. Wenn man uns die Tür anschauen, haben wir natürlich ein bisschen Hartplastik, aber ganz im Ernst, das ist im Segment normal, das machen die Wettbewerber auch so. Hier unten haben wir eine 12 Volt Steckdose, einen USB-Stecker finde ich nicht, auch die Rückbank können wir nicht nach vorne oder nach hinten stellen, ist aber jetzt auch nicht unüblich im Segment. Wir haben auch viel Staumöglichkeiten, hier hinten noch ein Netz, das ist alles wirklich ganz spannend, aber was wir jetzt machen, ist uns nach vorne setzen. Ja, wir sind weg vom Friedhof und drin im Focus ST. Ob das Ford wohl gefallen wird, diese Analogie zum Friedhof, weiß ich nicht. Aber hat mit dem Auto wirklich nichts zu tun. Ich probiere immer die Geschichte zu finden. Ja, jedenfalls sind wir hier drin und Ford hat sich beim neuen Modell gedacht, wir müssen das ein bisschen ergonomischer machen.
und besser hier drin machen. Und das haben die Leute von Ford wirklich geschafft. Erstmal haben wir hier die Recaro Sportsitze. Die haben so ein weiches Material in der Mitte, SC-Zeichen im Nacken. Die sind jetzt besser vom Seitenhalt. Das merkt man wirklich. Toller Seitenhalt, sind auch besser gepolstert, bequemer. Das ist richtig gut. Aber ihr wollt natürlich immer von mir wissen, was ist hier drin exklusiv. Okay, wir haben so ein Chrom. Schaltknauf hier bei der 6-Gang-Handschaltung, was gut ist. Wir haben verchromte Pedale hier unten. Wir haben ein Lenkrad mit perforiertem Leder in den Griffflächen, ST drauf. Unten abgeflacht, was cool ist. Wir haben hier so eine Art Carbon-Optik, die lustig ist. Ja, und dann haben wir in den Lederelementen so eine graue Naht in den Sitzen, in den Knieschonern hier an der Seite, die übrigens sehr praktisch sind, weil bequem. Wir haben eine graue Naht im Lenkrad. Ja, und ansonsten seht ihr hier vorne, ich bin 1,88 Meter groß, habe wahnsinnig viel Platz. Die Sitze sind wirklich toll. Tolle Sitzposition. Hier passt wirklich alles. Habe hier optional so ein Head-Up-Display. Nur auf so einer Scheibe, was schade ist. Eigentlich gehört das in die Frontscheibe hier drin. Bang & Olufsen Sound zu sehen, was cool ist. Ja, und dann haben wir hier vorne natürlich ein 4,2 Zoll großes, kleines digitales Cockpit. Was wir hier steuern können in den Menüpunkten, da haben wir hier das Auto, was Schönes mit den Einstellungen, haben hier die Fahrdaten, 14,3 Liter Mats gebraucht zum Beispiel, sind auch sehr schnell gefahren, die Launch Control hier, die man hier einstellen kann, wir haben hier die Fahrassistenten mit dem Abstandsregeltempomaten zum Beispiel, wir haben hier die Anzeige für das Navi, wir haben die Musik, das Telefon können wir hier verbinden. Also wir können echt viel machen. Ladedruck, Öltemperatur finden wir da drin auch. Aber natürlich das Highlight vom Auto ist das Sync 3. Hier ist es, steht drauf, wie so ein aufgesetztes iPad. Was können wir machen hier? Wir haben Audio zum Beispiel, was wir verbinden können. Telefon können wir verbinden über Apple CarPlay, Android Auto da unten dran an den USB-Stecker, wo jetzt so ein USB-Adapter drin ist für die Musik. Da unten können wir das Handy induktiv laden, also dran stecken, Nutzeroberfläche vom Handy, kommt dann hier drauf, sehr praktisch. Das Navigationssystem hier, mobile Apps haben wir hier mit dem Telefon verbinden und Einstellungen haben wir dann hier. Und ihr seht schon, dieses System, das ist nicht komplex, das ist sehr leicht zu bedienen, sehr intuitiv, sehr schnell, richtig gut und kommt sehr nah an die deutsche Premium-Konkurrenz ran. Ja, hier haben wir dann noch Knöpfe zum Skippen, Pause, Play, zum Glück noch einen für die Lautstärke, Drehdrücksteller, Tuning hier. Ja, und hier ist alles für die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, hier die 6-Gang-Handschaltung. Sprechen wir über das Lenkrad, was haben wir da für Knöpfe? Hier ist der Fahrmodus-Schalter. Da haben wir eben von rutschig, was irgendwie lustig klingt, bis normal über Sport hin zur Rennstrecke. Rennstrecke kommt im Performance-Paket, haben einen Knopf direkt für den Sportmodus hier, einfach um ihn schnell anwählen zu können. Hier links können wir den Abstandsregeltempomaten einstellen. Ja, dann haben wir hier noch so zwei Arme eben für die Scheibenwischanlage und den Blinker. Haben einen Start-Stopp-Knopf, was auch schön ist. Ja, und dann muss ich euch zusammenfassend sagen, wir haben schöne Sitze, wir haben viele Ablageflächen hier, ein Cupholder in der Mitte. Hier nochmal eine kleine Armauflage, so ein zweischichtiges Fach. In den Türen haben wir Platz. Hier haben wir nochmal ein Handschuhfach. Also viel Platz hier vorne, gute Verarbeitung, gute Sitze, gutes Infotainment-System. Könnt man vielleicht sich noch wünschen, hier ein komplett digitales Cockpit zu haben, aber irgendwas ist ja auch immer hohe Konnektivität, auch so ein bisschen fancy Materialien, wie hier diese Carbon-Optik, die auch in der Tür ist, klar, ein bisschen Hartplastik, aber das ist im Segment so, das ist auch ein bisschen weich hier zum Drücken. Aber, muss ich euch echt sagen, toller Innenraum, der muss sich nicht vor den Golfs dieser Welt verstecken. Auf gar keinen Fall auch vor den Hyundais. Ja, ich bin zufrieden, aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Uns mit dem Doppelherz da vorne, beziehungsweise dem Herzstück von dem Auto zu beschäftigen, nämlich dem Motor, klar. Ja, während unsere Omi da hinten, glaube ich, Doppelherz dringt, haben wir in dem Focus ST auch zwei Seelen bzw. zwei Herzen. Wir haben hier drin eben den 2,3 Liter EcoBoost mit 280 PS, 420 Newtonmeter maximales Drehmoment. Dieser Motor hat im Vergleich zum Vorgänger 30 PS gewonnen, was spannend ist. Wir haben hier drin aber auch noch einen 190 PS Dieselmotor, der hat 5 PS mehr als beim Vorgänger. Das ist ganz spannend, aber
Jetzt fangen wir einfach mal an. Ich werde euch hier die Motorklappe aufmachen. Hier drin ist eben der Benziner, der große, ja, mit seinen 420 Newtonmeter maximalem Drehmoment beschleunigt, der in 5,7 bzw. 5,8 Sekunden auf Tempo 100, was wirklich eine Wucht ist, kommt dann immer auf die Karosserievariante Limousine oder Kombi an. Ja, und dann ist es natürlich grandios, denn dieses Auto hat einen Normverbrauch von 7,9 Liter Euro 6 Temp, was wirklich sehr, sehr zukunftsgerichtet ist. Die Höchstgeschwindigkeit ist 250 km/h. Aber wisst ihr was? Ich bin ja ein Benziner-Fan in solchen Autos, aber ich will euch mal für Vielfahrer den Diesel als Option nahelegen. Warum? Der hat zwar nominell viel weniger PS mit 190 PS, hat allerdings, ja, 400 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist damit gar nicht so viel schlechter ausgestattet beim Drehmoment wie der Benziner. Beschleunigt zwar nur in 7,7 bis 7,8, je nach Karosserievariante auf Tempo 100, hat aber, und das ist sehr wichtig, einen Normverbrauch von nur 4,8 Litern und ist damit ökologischer und ökonomischer. Spannendes. Beide Autos sind frontgetrieben. Da muss man immer ein bisschen mit der Traktion schauen, wenn man solche Leistungsmonster hat. Also hat die Ford Performance GmbH oder AG hier mit ihrem Vierzylindermotor gesagt, vorne, ja, da wollen wir ein elektronisches Sperrdifferenzial erstmal serienmäßig zum Einsatz bringen beim Benziner. Das ist lustig, denn der Diesel, der hat ein Torque Vectoring beim Untersteuern, bremst also das Kurveninnere Rad ein bisschen ab, sorgt damit für ziemlich viel Traktion. Was gut ist, werden wir nachher beim Fahren einfach sehen. Aber damit ist eben der Fahrwerkstechnik noch nicht genug. Wir haben hier drin drei Fahrmodi, nämlich rutschig, ist lustig, normal und Sport. Wenn wir uns aber dieses Ford Performance Paket gönnen, dann haben wir hier nämlich elektronisch verstellbare Dämpfer. Wir haben ein Launch Control Start und wir haben hier drin eben einen weiteren Fahrmodus mit dem Rennstreckenfahrmodus. Das ist ganz spannend, ja. Aber damit ist natürlich auch noch nicht genug bei diesem Auto. Was wir hier haben, ist ja beim Benziner zumindest die Technik aus dem Ford GT. Die Drosselklappe bleibt beim Runterschalten ein bisschen auf. Beim Hochschalten haben wir dann mehr Ladedruck und verhindern so ein bisschen das kleine Turboloch, was wir hier drin haben könnten. Das heißt, der Motor hat eine sehr lineare Kraftentfaltung. Auch die 6-Gang-Handschaltung ist sehr kurz mit kürzeren Bremswegen, mit einer Zwischengasfunktion sehr knackig. Der Sound bei diesem Auto ist grandios, da müssen wir nicht drüber sprechen. Vor allem beim Benziner ist der eine Wucht. Ja, und dann, wenn man sich mal anschaut, die Lenkung, die Gasannahme, das ESP, das Bremsen, das Sperrdifferenzial, das ändert sich jeweils nach unterschiedlichem Fahrmodus. Wir haben hier drin auch mit einem Stauassistent, mit einem Querverkehrwarner hinten, mit einem Abstandsregeltempomaten eben die Assistenten drin, die wir auch im normalen Fokus haben, also sehr, sehr viele. Wir haben hier also ein sehr modernes, tolles Auto, was eben den Spagat aus Alltag und Sportlichkeit unnachahmlich gut hinbekommt, aber ich kann euch jetzt ja natürlich viel vom Pferd erzählen, oder dass die Räder hinten einzeln aufgehangen sind und ein Zeug. Aber wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen uns reinsetzen und dieses Auto einfach mal fahren, denn darum geht's. Ja, sprechen wir endlich drüber, wie sich unser Ford Focus ST fährt. Hier ist der Schlüssel, so sieht er aus. Ja, und bevor wir losfahren, machen wir mal die Handbremse rein. Schalten in den Leerlauf und ich gebe mal im Sportmodus Gas. Ihr merkt schon, das ganze Auto inklusive Kamera vibriert und euch interessiert natürlich auch, okay, brauche ich jetzt hier drin das Performance Package? Wir haben ja den Rennmodus, jetzt gebe ich mal im Rennmodus Gas. Und da hört er schon, der klingt wesentlich viel präsenter. Schalten wir zurück in den Sportmodus. Ja, ich habe euch den Schlüssel gezeigt und werde euch jetzt ein bisschen was zum 280 PS Vierzylindermotor sagen. 420 Newtonmeter beschleunigt in 5,7 Sekunden auf 100 hat einen Normverbrauch von 7,9 Sekunden. 250 km/h Höchstgeschwindigkeit, Front angetrieben, elektronisches Sportdifferenzial vorne. Wir haben die elektrisch einstellbaren Dämpfer hier drin. So, und jetzt machen wir allerdings hier aus die Parkbremse, fahren los. Wir haben hier auch den Launch Control Start drin, was ganz cool ist. Kommt dann hier angezeigt, Launch Control. Ja, und dann geben wir mal Gas. Und da merkt er schon, dieses Auto hier geht ab wie eine Rakete. Da kann man sich wirklich vorstellen, 5,7 Sekunden auf 100, das wird der erreichen.
auch bis 250 km/h beschleunigt er durch, eine sehr lineare Kraftentfaltung, tollen Sound hat dieses Auto. Aber ich sag's ja immer wieder, es ist bei Autos nicht nur entscheidend, dass der geradeaus funktioniert. Auch ein Mustang funktioniert geradeaus toll, ein Hyundai i30N zum Beispiel auch. Aber was eben solche Autos ausmacht, ist die Kurvendynamik. Und da haben wir hier eben mit dem Sperrdifferenzial vorne oder dem Torque Vectoring eben, habe ich euch erklärt, beim Diesel ein tolles System. Das Auto neigt ja durch den Frontantrieb dazu, vorne reinzustempeln, beziehungsweise dass die Fronträder durchdrehen. Aber mit dem Sperrdifferenzial haben wir hier sehr viel Traktion. Da vermisst man eigentlich sehr, sehr selten Allrad im Grenzbereich dann oder bei schlechtem Wetter natürlich schon. Ja, und dann haben wir hier diese sportliche Lenkung und haben eben die Fahrmodi, die dann in ihrer Ausprägung irgendwie die Gasannahme beeinflussen, die Lenkcharakteristik hier, das ESP, das Sperrdifferenzial, das elektronische kann da eingestellt werden und natürlich den Klang von dem Auspuff hier. Und da muss ich euch sagen, wenn man hier mit diesem Auto unterwegs ist, dann merkt man schon, hey, 420 Newtonmeter hier ist echt eine Menge, hier in den Bergen über der Côte d'Azur ist das wirklich ein tolles Paket, da muss ich euch sagen, so viel besser ist ein Golf GTI gar nicht. Das ist sehr, sehr spannend. Und was man dann auch hier merkt, wenn es ein bisschen enger mal wird, merkt man eben dem Auto an. Es hat halt sehr geringe Ausmaße und das macht es halt eben zu so einer kleinen Pocket Rocket, soll ich ja nicht mehr sagen, aber halt zu so einem kleinen Kraftmeier. Was Schönes, weil wir eben uns überall durchschlängeln können, ist perfekt für die Stadt. Ja, und wenn ich euch das zusammenfassen sollte, vielleicht mit dem Verbrauch. 7,9 Liter im Norm. Ich habe ja 9 Liter gebraucht, was aber auch ganz okay ist. Klar, wenn man natürlich sehr, sehr schnell fährt, braucht man mehr. Das ist aber bei jedem Motor so, vor allem je weniger Zylinder sie haben. Aber der ist schon relativ kräftig. Ihr wollt von mir wissen, ich weiß, brauche ich das Performance-Paket hier drin? Ja, braucht man. Ich finde die adaptiven Dämpfer gut. Der Launch Control Start ist auf jeden Fall auch toll. Und der Rennmodus, ja, den sollte man bei so einem Auto haben, finde ich, sollte man sich leisten. Dann werden bestimmt wieder manche fragen, wie sieht's aus mit dem Diesel? Oh, ja, für Vielfahrer, und ich sage es immer wieder, ist der Diesel eigentlich alternativlos mit dem Normverbrauch von 4,8 Liter. Und der hat eben ähnlich viel Drehmoment wie der Benziner und damit gefühlt gar nicht so viel schlechtere Werte, weil er eben viel Drehmoment von unten raus hat, was bei so einem Auto natürlich immer sehr, sehr, sehr spannend ist. Dann gibt es bisher die 7-Gang-Automatik für Schaltfaule nur beim Diesel. Für den Benziner muss man bis Ende des Jahres warten, aber wenn man dieses Auto als Vielfahrer nimmt, ja, dann sollte man auf diese Automatik mit den Pedalen am Lenkrad vielleicht warten. Ich bin nämlich großer Fan davon und zugegebenermaßen schalte ich ab und zu mal gerne, bin aber überwiegend sehr, sehr schaltfaul. Ja, und was dann interessant ist, ich bin ja hierher gekommen mit dem Focus RS als eines meiner Lieblingsmodelle und bin ja auch wirklich alle Modelle inklusive dem 1er mit dem M-Performance Motor, dem M2, dem Hyundai i30N, den Civic Type R gefahren und natürlich eben den Focus RS als eines meiner Lieblingsmodelle. Und wisst ihr was? Ich finde hier dieser ST, der steht dem Focus RS gar nicht besonders besonders viel nach. Ich finde sogar, dass der halt hier diese Spreizung aus Komfort und Sportlichkeit vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommt, damit irgendwie alltagstauglich ist und wahrscheinlich so, ja, sowas für einen Papa, der gern mal schnell fährt, vielleicht auch mal für einen Fahranfänger, der sehr viel Geld hat oder ein bisschen Geld. Dieses Auto hat einfach eine riesen Spreizung an Kundengruppen und auch was man damit machen kann mit dem großen Platz. Aber ich weiß, ich nehme schon ein bisschen zu viel jetzt vom Fazit vorweg. Straßen sind übrigens sehr hubbelig, ihr merkt es wahrscheinlich. Aber ich komme zum Fazit, zurück zum Friedhof. Da kommen wir zu unserem Fazit von dem Friedhof in Nizza. Und ganz im Ernst, Leute, passt eigentlich ganz gut, denn Autos wie der neue Focus ST im neuen Modelljahr 2019, die halten mich am Leben. Warum ist das so? Naja, wir haben zwar sehr viel Wettbewerb im Segment mit dem Hyundai i30N, mit dem Civic Type R, mit dem Golf GTI und mit den ganzen anderen Modellen, wie sie auch alle heißen. Aber der hier, ja, der schwimmt aus meiner Sicht ganz oben mit hier im Wettbewerbsumfeld. Warum? Erstmal die Optik außen, mit der fühlen wir uns immer gut angezogen, die ist gleichzeitig sportlich. Der Innenraum, der ist sehr modern, wertig, tolle Konnektivität, tolles Infotainment, viel Platz auf der Rückbank im Kofferraum. Wenn wir mehr davon wollen, haben wir die Wahl dann
statt dem Fünftürer eben den Turnier, also den Kombi zu nehmen, dann haben wir da noch mehr Flexibilität. Ja, und was dann Motor angeht und Fahrwerk, haben wir hier eben ein friedhofähnliches Doppelherz drin. Nee, Quatsch, das sind sehr lebendige, sehr moderne, tolle Motoren, nämlich ein 190 PS Diesel hier drin und ein 280 PS Benziner. Wirklich tolle Motoren mit toller Leistungsentfaltung. Aber Motor ist ja das eine beim Auto, das andere ist Fahrwerkstechnik. Und da haben wir Technik vom Fiesta WRX, vom Ford GT, vom Mustang drin, also ein richtiges Ford-Performance-Fahrzeug, das unglaublich agil ist, geradeaus funktioniert, das auf der Autobahn und gleichzeitig komfortabel funktioniert mit vielen Sicherheitssystemen. Ja, und damit ist dieses Auto mit einer großen Spreizung von sportlich bis zu Komfort ein Alltagsmeister, ja, und eins meiner Lieblingsmodelle im Segment. Hat mir richtig viel Spaß gemacht hier mit dem Auto. Es ist an meiner Stelle immer auch ein bisschen Kritik zu finden daran und das ist nicht ganz so leicht, denn ich war relativ zufrieden. Dann nehmen wir uns immer den Preis her, aber das ist da auch nicht leicht, denn dieses Auto ist wirklich vernünftig eingepreist. Der Diesel, der beginnt bei 31.900 Euro als Fünftürer, die Kombi-Version, die ist 1.200 Euro teurer. Ja, und der größere Benziner, der beginnt bei 32.900 Euro. 1.200 Euro werden mehrfällig dann wieder für den Turnier, also die Kombi-Version. Ja, damit nicht genug. Wir haben hier das Ford Performance Modell hier drin, im Innenraum ein paar Extras und vieles mehr, da sind wir so bei 40.000 Euro. Das ist immer noch billiger eigentlich als dann ein GTI mit ähnlicher Ausstattung und vielleicht auch ein bisschen besser mit mehr Variabilität. Ist halt kein Volkswagen, okay, aber brauchen wir den? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht, war informativ über meinem Waschbrettbauch, der hoffentlich noch bald nicht auf dem Friedhof landet. Seht ihr, wo ihr uns überall findet, abonniert am besten alles, nämlich Instagram, Facebook, YouTube, vor allem hier YouTube, macht die Glocke an, ansonsten findet ihr uns auf www.derautotester.de. Würde mich freuen, abonniert, dann komme ich irgendwann aus der Sonne raus auf die Yacht. Ja, und bis bald, Freunde.